Ready fürs Rennen? Ja. So, wie immer, am Morgen auf nüchternen Magen 10 Gramm Alpha Minus, gibt es Eistee, Tal und Green Apple, probiert es unbedingt aus. Und wie immer Fundament, 5 vorm Training, 5 während dem Training. So, es geht zum Beintraining und der Körper, was willst du heute? Auch. Der Mischa und Sarge, ich glaube, wir sind schon da, die hatten gestern Abend die Bankkarte im Bankomat stecken gelassen. Die kam nicht mehr raus, die muss ich jetzt organisieren. Weil ohne Bankkarte, scheiße, kannst du kein Geld mehr hier abheben. Und das passiert hier noch oft, das ist mir auch schon passiert. Da mussten wir der Bank anrufen vom Bankomat. Ich bin da richtig. Macht sie gute Fortschritte, Bro? Erstes Training, Bro. Es gibt so gar keine Fortschritte. Erstes Beintraining mit dir? Erstes Training. Oh. Zuerst Black Rollen, warm machen. Ich habe die Kleine hier dabei von Volt Gear. Richtig nice zum Reisen. Kann man eigentlich genau gleich benutzen wie auch die Große. Ja, Post-Workout, Fruits sind gekommen. Wow. Fresh Papaya with Lemon and some Fruits. Wir sind heute ein bisschen spät dran, da wir ein bisschen spät ins Training gegangen sind. Es ist 9:30 Uhr. Wir haben auf 10 Uhr reserviert in einem ganz guten Restaurant. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Nachher treffen wir uns mit einem guten Freund von mir, der hier seit 7 Jahren in Thailand lebt. Der Zidoff ist ein bekannter Kampfsportler hier, Thai-Boxer hier aus Bangkok. Und ich freue mich, ihn wieder mal zu sehen. Hier, die Drohne ist immer noch am Start. Die wäre fest gestern fast abgestürzt. Checkt unbedingt das Video auf meinem Channel. Wow. 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 Mega schön, mega nice. All together. All together, one bill. Yes. Wir haben wieder das Problem, wir haben zu viel bestellt. Leute, wir haben es mal wieder total übertrieben, aber... Ich habe noch nichts gegessen heute. Ich hatte erst 60 Gramm, ja. 60 Gramm Plantain-Reis und Plantain-Erbsen, ja. Ein paar Früchte noch. Ich habe den Wecker gestellt, bin noch ins Frühstücksbuffet und habe mir dieses geile Brot mit dem Mango Sticky Cheese. Oh nein! Oh. Und Leute, wir haben ein richtig hartes Beintraining hinter uns. Ich habe das Volumen verdoppelt. Er hat trainiert wie ein Gestörter. Wir haben es richtig durchgezogen, 3 Stunden lang. No days off! Und ja, Katabol hoch 10. Aber es geht sowieso bald in den Rip. Von daher. Ja, Leute, das ist sehr richtig. Ja. Es wird ein hartes Jahr, Mann. Es wird ein richtig hartes Jahr. Die Streifen auf dem Arsch, die kommen. Streifen. 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 So, Pasta und ein Thai-Gericht mit Tofu. Ich habe einfach 3 Gerichte bestellt. Wir haben hier ein vegetarisches Pad Thai. Du hast mit Penne genommen und hier nochmal was. Das sind die Greens, hä? Ja. Oh shit. So, Bangkok Night. Wir haben jetzt 20 nach 3 Uhr morgens und in 4 Stunden fliegt unser Flieger nach Samui. Leute, ich möchte euch jemanden vorstellen, und zwar einen ganz guten Freund von mir, mit ihm aufgewachsen, der Sidoff. What's up, man? Was läuft, wie lange lebst du schon hier? Schon 10 Jahre jetzt. Schon 10 verdammten Jahre, Mann. Ja, oh klar, shit. Ich bin mit dem verrückten Hund hier aufgewachsen, das ist einer der kaputtesten Hunde überhaupt. Und ganz wichtig, checkt unbedingt mal sein Buch ab, ja? Ihr fragt mich immer, was ich so lese und so. Sein Buch kann ich empfehlen. Ich gebe das unten in der Beschreibung den Link. Seine Story. Bad Boy. Real Stories, ja? Ja, real. Ist wirklich ein gutes Buch, kann ich empfehlen. Also checkt es unbedingt mal ab. Was willst du? Papaya, Wassermelone und Ananas. Mango!
Ready? To go. Aha. Die thailändischen Apotheken, Leute. Hey Bro, was machst du hier? Ja, erwischt habe ich dich. Ja. Holst du dir das gute Testo vor der Wettkampfvorbereitung, so, hä? Schau mal. Sehr gute Testo. Aha, ich wusste es doch. Ja. Sauerei. Was ist passiert? Was ist dann passiert? Was ist passiert? Zack. Guckt euch mal diesen verdammten Kabelsalat an, Mann. Ja. Oh, nee. Einmal Mango-Sticky-Reis. Yeah. Bulk. With this water, we normally do like this in the Thailand New Year. We do like this in like in the family for the important people of the company or the parents. And we believe that the bad things will go on with the water. So who's the first one? The worst. The first. Nice. Like this one. Mm-hmm. Mm-hmm. All the bad things go away. Yeah. Thank you very much. Yeah, bro. So sieht das Ganze aus, Leute. Bam. Richtig geile Aussicht hier. More fruits, nuts, peanut butter, papaya jam und ein bisschen Gluten, Bro. Boom. Und weiter geht's. Klick, klack, klick, klick, klack. Oh, Bro. Gehen wir an den Beach? Mickey Maus! So Leute, die Lage ist folgend und zwar haben wir erst ein Zimmer. Das heißt, Patrick hat jetzt schon sein Zimmer bekommen. Wir sind wieder mal leer ausgegangen. Schon das zweite Mal. Und deswegen checken wir jetzt mal den Beach ab hier in Sha Veng. Bam! Aussicht hier. Alles schön im Grünen. Und Julia, erster Eindruck. Very nice. Very, very baby, nice. your first impression? Very nice. Very nice. And you? It's really nice. Very nice. Enjoy the. Zieh dir mal die Schnecke hier rein, Bro. Wow. Viele Proteine. Willst du die essen, Bro? Geht das unter vegan? Es geht nicht unter vegan, Bro. Aber... Leider nicht vegan. Aber wenn ich jetzt ums Überleben kämpfen müsste, würde ich sie essen. Ja klar. Schnecke. Was, du isst Schnecken, oder was? Du bist auch eine Schnecke manchmal, hä? Manchmal. Ja. Wir haben jetzt gerade die Meldung bekommen, dass wir am Strand scheinbar nicht ins Wasser sollten, weil es starke Strömung gibt. Das heißt, sogar für fortgeschrittene Schwimmer nicht empfohlen, Bro, gehen wir trotzdem ins Wasser. Gehen wir trotzdem, ja, ins Wasser. Wir werden trotzdem ins Wasser gehen. Wir müssen trotzdem ins Wasser gehen, aber wir müssen ja selbst ausprobieren. Aber wir werden dann den Bademeister schon mal vorab bestellen. Ich habe gehört, Pamela kommt auch noch heute. Ja, Pamela kommt noch, deswegen sind wir da safe. Very romantic. Jump. Hey. Oh shit. Ich habe mich ein bisschen verbrannt. Ich weiß nicht, ob man sieht hier. Und zwar diese eine Stunde, wo wir unten eingeschlafen sind. Jetzt gehen wir ins Oberkörpertraining. Ich bin richtig am Arsch.
Sieht man es mir an, dass ich im Arsch bin? Nein. Nur rot. Aber Training muss unbedingt sein. So, das World Gym. Das World Gym wartet auf uns. Es ist heiß hier drin. Die Gewichte hier, die Oldschool-Gewichte sind der übelst cool, sehen geil aus und klingen auch nice. Aber es ist einfach tierisch, tierisch und dick, um sie mal nach oben zu nehmen. Guck dir das mal an, Mann. So, jetzt werde ich dir auf das Bein hauen. Können wir sich überall ein? Ein Bein. Auf dem Boden zu tun, ohne dass das ganze Fitnessstudio durchdreht. Aber es geht. Oh shit, wie war das Training da drin? Gut, aber heiß. Hey, mega Leute, heiß. Checkt mal das Ring hier ab. Ist nass. Alles nass. Ich bin nass. Ja. Mega, so viel getrunken. Es ist brutal heiß. Ich war das letzte Mal circa vor einem Jahr hier. Mit dem Karl, mit dem Mischa, mit dem Chill und mit dem Ralf und allen. Und ich habe ganz vergessen, wie verdammt heiß es hier ist. Ja. Du checkst mal ab, meine Hand. Sie ist schon jetzt abgefuckt, noch ein Training. Und ich habe noch 5 Trainings vor mir. Yeah. So Leute, es geht weiter auf Mischas und auf meinen Channels. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Es geht der zweite hier in Koh Samui. Mit der Drohne müssen wir noch fliegen. Ja, unbedingt. Unbedingt. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Gebt ihm einen Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten. Bis bald. Kiss, kiss. Bang, bang. Bang.